Ja, das ist ein Bestattungsfahrzeug. Wir sind bei der Pietät von Rüden. Ende März 2021. An einem Montag sind wir heute hier. Und einmal mit Stefan Kohl. Grüß dich, Stefan. Hallo Sven. Ja, und hier gibt es einen neuen Mitarbeiter seit fast einem halben Jahr. Wir wollen uns heute mal über das Thema Beruf des Bestatters so ein bisschen unterhalten, aber vielleicht aus einer Sicht, dass es nicht nur geht um irgendwelche, ich sag mal, was das kostet, wie das geht, sondern was einen berufen hat, praktisch diesen, ich sag mal, Beruf auszuüben. Ja, ich grüße dich, du bist der? Benjamin, hallo. Ja, grüß dich Benjamin, du bist neu dabei? Genau, seit 1. Oktober 2020. Ja, wir sind mitten in Saarbrücken in der Mainzer Straße. Ihr seid stadtnah in einer Großstadt. Du bist jetzt Bestatter. Ja, richtig. Sehr schön. Ja, komm, wir gehen mal rein. Es ist wunderschönes Wetter. Ich zeige es mal gerade. Wir haben blauer Himmel. Und ja, für viele beginnt jetzt natürlich, sag mal so, der Frühling. Und ja, für viele Menschen auf der Erde wird es vielleicht einen Frühling nicht mehr geben, die vielleicht im Jahr 2021 sterben werden. Und heute mal das große Thema, wie geht ihr damit um? Was ist das? Ich meine, wir haben immer so die Sicht derjenigen gezeigt, die zu dir kommen. Und ich sag mal, was es da für Leistungen gibt, was man alles machen kann und so weiter. Aber was so die Intention ist, den Beruf zu machen, ja, gerade jetzt, wo, ich sag mal, viele Serien in den Medien sind, wo ich auch jetzt gesehen habe, die ARD hat eine neue Serie jetzt gemacht mit einem Bestatter und so weiter und so fort. Aber die Wahrheit ist vielleicht doch ein bisschen anders. Ja, also es gibt viele Serien, aber es ist auch viel gestellt. Bei uns ist es ja jetzt so, wir können halt auch erzählen, wie sind wir dazu gekommen und welche Intention hatten wir überhaupt, den Beruf auszuüben. Ja, sehr schön. Wir gehen mal rein. Hier sind wir seit über 125 Jahren, das Beerdigungsinstitut Pietät von Rüden. Und auch hier haben wir jetzt mal den Raum mal ein kleines bisschen geöffnet, denn üblicherweise ist hier noch, ich sag mal, eine Wand ist mit dabei. Das Ganze ist sehr diskret. Es hat ja auch was damit zu tun, dass derjenige, der vielleicht hierher kommt mit einem frisch Verstorbenen, auch die entsprechende, ich sag mal, Ruhe findet und Diskretion, denn er soll ja selbst darüber entscheiden, wer das wann erfährt, oder? Genau, das ist richtig. Also wir müssen schon gucken, dass wir ein bisschen ein Ambiente dann auch haben, wo man ein bisschen ruhiger dann auch sitzt, dass man sich auch in Ruhe unterhalten kann, weil es geht ja auch um eine Planung der Trauerfeier und da geht es auch um sehr, sehr viele persönliche Dinge, wo wir wissen müssen, Personenstandsrecht und so weiter und auch, ja, was, da kriegt man auch erzählt, wie das Leben von dem Verstorbenen oder in der Familie war. Ja, bitte nimm mal Platz. Und Benjamin. Ja, ich habe mich ja mit dem Stefan schon lange unterhalten. Ich sehe dich heute das erste Mal. Darf ich mal fragen, wie alt du bist? 42. 42? Ja. Und du hast vor rund einem halben Jahr hast du den Entschluss getroffen, praktisch hier mitzuarbeiten. Du hast studiert, kommst aus einer ganz anderen Welt, genau. Warst für einen ganz großen Lebensmittelkonzern tätig, den auch alle kennen, und warst dort in der Ausbildung tätig. Und irgendwann hast du für dich entschieden, du willst dein Leben ändern. Genau, das war vor mittlerweile 6 Jahren, 2015. Da hat sich für mich was in meinem Leben Grundlegendes ereignet, das mich zu einem sehr radikalen Wechsel veranlasst hat und ich den Wunsch verspürt habe, die bisherige BWLer-Landschaft, also Betriebswirtschaftslehre-Landschaft, zu verlassen und auch aus dem gesamten Kontext der Wirtschaft hat für mich keine Erfüllung gebracht. Und ich war auf der Suche nach einer Tätigkeit, die mich tatsächlich erfüllt. Und ist es gut hier? Ja. Warum? Also ich mache es ganz einfach von meinem Gefühl abhängig. Also ich hatte großes Glück, dass ich beim Herrn Kohl gelandet bin. Herr Kohl war auch für mich die erste Adresse, als ich mich im Bestattungsgewerbe kundig gemacht habe. Und wie der Zufall so will, ich bin einfach spontan mit meiner Bewerbung hier reingelaufen ins Büro, wo wir jetzt auch sitzen. Und ich habe Herrn Kohl mit damals noch im Hochsommer Shorts und T-Shirts angetroffen. Und allein der Anblick war für mich schon sehr sympathisch. Und ja, und wir haben dann erstmal kurz Visitenkarten ausgetauscht und 2 Wochen später kam es dann zu einem ernsthafteren, sage ich jetzt mal, oder einem zielführenderen Vorstellungsgespräch. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir erstmal ein Praktikum absolvieren. Ich war zu der Zeit noch woanders tätig und hatte dann für diese neue Stelle auch die alte Stelle dann
gekündigt und bin dann nahtlos übergegangen am 1. Oktober über ein Praktikum zunächst mal, um mir das anzuschauen, ob mir das liegt. Und was mir von Anfang an gut gefallen hat, und ich denke, dass ich kann ja noch sagen, dass ich aus objektiver Sicht die Firma Pietät von Rüden sehe. Was mich hier schon angesprochen hatte, war, dass es für mich sehr professionell und ich möchte mal sagen, sauber und gepflegt erscheint. Und den Eindruck hat sich dann auch fortgesetzt. An meinem ersten Arbeitstag war alles gut organisiert. Ich hatte direkt eine Kollegin zur Seite, die mich eingearbeitet hat. Und ich würde sagen, was mir am meisten hier gefällt, ist das Thema Professionalität, weil ich aus einem Unternehmen komme, von dem ich Organisation und Struktur gewohnt bin. Und das kann ich hier wunderbar auch weiter umsetzen. Und das Weitere ist, dass wir ein sehr kleines Team sind, was mir gut gefällt. Und ich mag die familiäre Atmosphäre und ich mag auch, dass ich zum Herrn Kohl ein sehr gutes Verhältnis habe. Mag vielleicht auch daran liegen, dass wir gleich alt sind, so in etwa. Und mir ist wichtig, dass ich selbst zu einem Chef auf Augenhöhe einfach kommunizieren kann. Und der Umgangston untereinander gefällt mir sehr gut hier. Ja, hier macht ja jeder vieles, muss man sagen. Also im Prinzip der Bestatter ist ja nicht nur, ich trage jetzt einen Sarg oder ich spreche mit Leuten, sondern ihr begleitet ja die Menschen, die jetzt jemand, ich sag mal, zu Grabe tragen, so nenne ich es jetzt mal, von der Erstkontaktaufnahme bis hin zum Versenden von Fotos. Du hast eben Fotos eingepackt, also ihr macht immer Aufnahmen noch von der Bestattung und oft ist das so, sind das so die einzigen Fotos, die derjenige dann kriegt und damit habt ihr irgendwann mal angefangen und dann, also was mich halt interessieren würde, ist A, ich meine, die Professionalität ist eine Sache, ganz klar, das ist ein, ich sag mal, auch ein Beruf, der professionell abgewickelt werden muss, also so eine Bestattung hat Abläufe, hat Strukturen, aber ich sag mal, was natürlich wichtig ist, oder ich sag mal so ein kleines bisschen, ist ja, dass ihr oft die allererste Anlaufstelle seid für diejenigen, wo jemand zum Beispiel verstorben ist, der dann hier reinkommt und wahrscheinlich, ich sag mal, nicht so gut drauf ist, oder? Genau, also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist das Thema Fingerspitzengefühl und einfach ein Gefühl für Menschen. Und dass man, der Name sagt ja schon vieles, Pietät. Und das geht los, wenn wir zu einem Verstorbenen nach Hause fahren und dort vor Ort sind, dass man sich dort auch entsprechend verhält, weil dann ist die Situation noch sehr frisch, die Angehörigen sind noch schockiert und sind dann dankbar, wenn wir uns dann auch entsprechend verhalten. Und natürlich auch in der Gesprächsführung, dann in der Beratung, dass man auf den Gegenüber Rücksicht nimmt und ihn dort abholt, wo er gerade emotional sich befindet. Jetzt mal eine Frage, ihr seid ja ganz oft sehr früh dabei, wenn jemand verstirbt. Das heißt, ihr werdet oft gerufen. Ist das so, dass ihr den Leichnam teilweise abholt? Ist das so, wie man das sieht, so in ich sag mal, Serien, wo dann, ich sag mal, die Polizei kommt oder derjenige, der den Tod festgestellt hat und ihr seid direkt dabei? Also wenn die Polizei da ist, dann ist das ein bisschen anders gelagert. Dann ist man zuerst die Polizei da und dann wird ein Ermittlungsverfahren in der Regel gemacht und dann ruft die Polizei an, dass der Verstorbene abgeholt werden kann. Aber der Regelfall ist halt, dass wenn jemand zu Hause verstirbt, rufen die Leute den Arzt an und dann auch gleich uns. Oder auch manchmal direkt uns und sagen dann, jetzt rufen wir den Arzt an. Weil ohne, dass der Arzt da war, dürfen wir natürlich nicht überführen. Es muss der Tod festgestellt werden von einem Arzt und dann dürfen wir überführen. Wie gehst du denn damit um? Ihr habt ja wahrscheinlich eher selten, aber auch Fälle, wo die Angehörigen nicht damit gerechnet haben, dass derjenige an dem Tag verstirbt. Ja gut, das sind natürlich dann auch Einzelfälle. Und diese Einzelfälle sind auch für uns auch dann schon immer heikel, weil dann muss man genau auch aufpassen, was sagt man, wie verhält man sich. Wie der Benjamin Gebhardt auch schon gesagt hat, man muss dann schon aufpassen, dass man dann nicht vermeintlich ein falsches Wort sagt, wie zum Beispiel, wenn man irgendwo hinkommt und sagt man ja in der Regel guten Tag, aber für die Person ist es ja nicht ein guten Tag. Dann dürfen sie einfach nur sagen Tag oder einfach nur nicken. Also man muss dann schon auf so kleines Wort schon aufpassen. Wo
Worauf ich hinaus wollte, ist, dass diese Personen unter Umständen sich noch gar nicht mit dem Tod auseinandergesetzt haben. Die Abläufe stehen ja jetzt auch nicht bei Wikipedia oder vielleicht doch, aber die liest man dann im Zweifel, schaut man mal nach, aber man ist ja im Kopf auf irgendwo ganz anders. Wie ist das denn? Schauen die Leute denn in den gelben Seiten nach? Suchen sich jetzt einen Bestatter aus oder wie läuft da auf die Auswahl? Also oftmals ist es aus dem Bekanntenkreis oder man hat mal mit einem Bestatter durch eine Beerdigung, durch Erzählungen im Bekanntenkreis mit dem Bestatter schon mal irgendwie den Namen gehört. Und wenn man es gar nicht anders weiß, ist das Internet natürlich auch ein Anlaufpunkt mittlerweile und das Telefonbuch, wo dann geschaut wird, wen können wir denn jetzt holen? Und die Leute schauen dann, ah, der Name sagt mir jetzt was. Wer geht denn hin und klärt auf über die Schritte, die nach einem Tod durchgeführt werden müssen? Das machen wir in der Regel. Also ja, wir haben auch mittlerweile so ein Merkblatt oder eine Checkliste auch erstellt, wo dann auch draufsteht, was muss oder sollte der Angehörige machen, was können wir für die Angehörigen erledigen, weil wir sind ja ein Vollservice-Unternehmen, dass wir eigentlich fast alles machen können, bis auf Erbschein beantragen und Rente beantragen. Das können wir jetzt halt nicht, aber alles andere und Bankgeschäfte, das dürfen wir auch nicht, aber alles andere können wir für die Person in die Wege leiten. Und das wird dann auch im Beratungsgespräch dann auch alles geklärt, was will der Angehörige überhaupt von uns geklärt bekommen. Wie war denn der erste Tag, als du gearbeitet hast als Bestatter? Ich meine, sowas kann man lernen natürlich. Da gibt es, ich sag mal, auch Ausbildungen, man macht das beim Training on the Job, sage ich jetzt mal, aber irgendwann war ja mal der Tag, wo hier jemand saß, wo jemand wirklich gestorben ist. Und kannst du dich noch daran erinnern? Ja, noch sehr gut. Also meine Kollegin sagte mir zu Beginn, dass ich den ersten Toten, den ich sehe, nicht mehr vergessen werde. Und das ist in der Tat so. Also ihr seht hier auch die Toten? Ja, natürlich, klar. Also ich sag mal, so ein Praktikum dient ja dazu, festzustellen, ob man in der Lage ist, mit dem Tod, dem Tod ins Auge zu sehen. Und der erste Tag verlief also erstmal damit so ab, dass ich eingewiesen wurde in die Logistik. Und in der Sagemünder Straße haben wir ja noch ein Büro und auch ein Lager, nenne ich jetzt mal, und unseren Versorgungsraum. Und dort durfte ich dann dabei sein, als wir dort einen Verstorbenen dann versorgt haben. Und da war dann auch der erste Berührungspunkt für mich, als ich den Ehering ausziehen durfte. Und natürlich auch der erste Anblick, wenn dann der Sargdeckel geöffnet wird, war für mich schon ein beeindruckendes Erlebnis. Und aber auch nicht abschreckend, sonst würde ich hier nicht sitzen. Hast du vorher schon mal eine Leiche gesehen? Noch nie. Noch nie. Okay. Es ist ja so, dass wir machen das jetzt seit einigen Jahren, auch hier die Videos. Ich habe schon das Gefühl, dass wir sind jetzt im Jahr 2021, hat sich unglaublich viel verändert. Es gibt jetzt Online-Bestatter, es gibt so das Ganze, ich sag mal, Internet ist natürlich offen. Du hast recht viel Kritik auch bekommen für deine Berichterstattung, muss man sagen, aus dem Verband, dass Leute gesagt haben, es macht da nur, um vielleicht sich selbst in Szene zu setzen, aber so habe ich dich anders kennengelernt. Also wichtig ist die Information, um den Leuten auch zu helfen, die, ich sag mal, mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen werden, die vielleicht heute Morgen noch ihrem Schatz noch Tschüss gesagt haben und dann ist der Tag gekommen, an dem man sich drum kümmern muss, wie geht das überhaupt und so weiter und so fort. Und das, was ihr hier abwickelt jeden Tag, das ist ja die Erfahrung, ich sag mal, von wirklich langer Zeit, die sich laufend ändert, muss man auch dazu sagen. Ihr müsst permanent, gibt es neue Gesetze, neue Anpassungen, dies und das. Dann in der, ich sag mal, jetzigen Zeit, wir haben ja gerade die Pandemie, gibt es ja auch noch Bedingungen, da haben wir auch Videos drüber gemacht, was alles gemacht werden muss. Was hat dich denn bewogen, damals diesen Beruf zu ergreifen? Du kommst ja auch aus dem Handel, ja. Hast viel mit Menschen zu tun gehabt und war das so, eines Morgens bist du aufgewacht, hast gesagt, ich werde jetzt mal hier Bestatter, oder? Nee, das war während dem Zivildienst, da habe ich mich beim Bestattungsunternehmen mal beworben zur Aushilfe und da habe ich halt gemerkt, dass das Bestattungswesen an sich ein Thema ist, wo man jemandem helfen kann. Ja. Es ist ein Beruf, klar. Der Begriff Berufung ist ein bisschen abgedroschen mittlerweile, den benutze ich auch nicht so gern. Also man sollte seinen Beruf gerne machen.
Aber was denken die Leute jetzt, warum macht der jetzt Bestatter gerne? Das ist einfach deswegen, weil wir den Leuten helfen können in den Ausnahmesituationen. Wir sind die Profis, wir wissen, was zu machen ist. Und helfen sind immer zwei Paar Schuhe, sage ich. Man kann einmal helfen, wenn man immer so das 0815, immer das Gleiche macht. Aber mir ist wichtig, dass man auch immer auf die Person auch individuell eingeht. Jeder hat eine andere Vorstellung vom Ablauf der Bestattung. Jeder möchte auch die Bestattung anders haben. Man muss auch überlegen, die einen wollen keine Grabpflege haben. Dann gibt es aber ganz, ganz viele Möglichkeiten. Hier auch gerade in Saarbrücken, was man an Grabarten hat. Und da muss man dann auch selbst so fit sein und sich auch bereit sein, dass auch noch diese Neuerungen alle mitzumachen und auch für sich umzusetzen. Wie ich 2008 mich selbstständig gemacht habe, habe ich in Saarbrücken angefangen mit zusätzlichen Dekorationen bei den Beerdigungen. Früher ist ein Sarg einfach auf den Friedhof gestellt worden. Es haben drei Bäume drumherum gestanden, sechs Kerzen, das war's. Wir haben dann angefangen, mit den Leuten mal zu reden. Was war denn das für ein Mensch? Er hat gerne Blumen gehabt, hat gerne gewisse Elemente gehabt oder war Gitarrenspieler. Dann hat man geguckt, dass man eine Gitarre mit einbaut in die Trauerfeier. Das, was die Person auch ausgemacht hat, wie man die Person auch kennt. Und das hat man dann in Dekoration mit aufgebaut. Haben natürlich das deswegen auch Kollegen in Anführungszeichen in Zugzwang gebracht, weil die haben dann auch müssen sich mal bewegen und nicht immer nur das eine selbe machen. Also wir waren hier immer schon ein bisschen Vorreiter mit Sachen oder mit der Neugestaltung und mit der Zeit gehen. Jetzt ist es ja so, vielleicht nochmal, um nochmal kurz auf die Menschen zurückzukommen, die vielleicht erstmalig hier sind, gibt es da Leute, die ganz klar einen Plan haben, gefasst sind, da ist vielleicht gestern jemand verstorben und die haben sich schon sehr früh mit dem Thema Tod auseinandergesetzt und für die gehört das Sterben ja wie zum Leben dazu und es gibt wahrscheinlich auch die, die vollkommen aufgelöst sind, oder? Wie gehst du denn damit um, wenn jemand wirklich ziemlich fertig ist, sage ich mal, mit der Situation? Ja gut, es gibt Menschen, wie du jetzt auch schon gesagt hast, die kommen hierher, die haben sich auch die Leitfäden, wo wir auf unserer Internetseite haben, wir haben ja eine Internetseite, wo auch alle schon groß und breit erklärt wird, damit die Leute sich informieren können und die haben das dann schon dabei und wissen genau, die haben Stammbuch dabei, die haben Scheidungsurteil dabei, die haben, wenn geschieden ist, also die haben schon alles dabei. Mhm. Und andere kommen rein, wir wissen eigentlich gar nicht, was wir machen sollen und das ist, wie der Herr Gebhardt ja auch schon gesagt hat, wir müssen die Leute dort abholen, wo sie stehen und wir helfen ja dann auch. Das heißt nicht, dass das dann alles schneller geht, wenn die Leute was dabei haben, nur man kann halt dann gezielter wieder auf andere Fragestellungen gehen. Wir hatten heute Mittag gerade Besprechungen im Team und da haben wir auch gesagt, gerade so eine Besprechung, die dauert manchmal anderthalb bis zweieinhalb Stunden und die Leute sind dann nachher auch fertig, weil wir fragen so viele Sachen, wir müssen auch fragen und manchmal muss man auch so ein Gespräch dann einfach mal auch abbrechen und sagen, wir machen dann lieber mit den Restformalitäten am anderen Termin weiter, weil das schon auch sehr anstrengend ist. Es ist ganz krass, wie unterschiedlich ihr seid. Es ist wirklich, du bist ein unglaublich strukturierter Mensch. Man merkt schon richtig, dass du das sehr lange schon machst, jetzt seit 13 Jahren jetzt quasi. Seit 1994. Seit 1994. 13 Jahre war es, wie wir angefangen haben. Also. Was du angefangen hast, ja. Also, ja. Es ist so, um dann nochmal dabei zu bleiben, was ist denn, wenn du merkst, die andere Person ist richtig depressiv, ich sag mal, kommt mit überhaupt nicht damit klar, wie gehst du dann damit um? Da kannst du ja schlecht kommen und sagen, was wollen sie für einen Strauß haben oder so. Das stimmt. Ja, nee, dann gucken wir halt, dass wir zuerst diese grundlegende Formalitäten machen. Das heißt, dass wir Name und diese Stammdaten, wo jeder Mensch ja hat, dass wir dann auch das Familienstammbuch bekommen, damit wir mal die Beurkundung in die Wege leiten und dass wir dann mal fragen, soll es eine Feuer- oder eine Körperbestattung werden, weil das hat halt was mit Fristigkeiten zu tun. Bei einer Feuerbestattung haben wir 3 Monate Zeit, die Beisetzung zu machen. Bei einer Erdbestattung, also Körperbestattung, dauert es innerhalb 10 Tage. 10 Tage? Ja. Also da müssen wir dann schon auch drauf eingehen und müssen dann schauen, dann lassen wir die Leute auch mal einen Tag mal in Ruhe oder auch mal 2 Tage und dann müssen wir aber leider dann doch diese Formalitäten auch klären. Also wir sind da schon flexibel drin, dass man dann sagen kann, eine Unterschrift brauchen wir auf einer Vollmacht, damit wir überhaupt tätig werden dürfen. Das ist das Einzige, was er dann halt unterschreiben muss, ist aber in der Regel auch kein Problem. Okay, jetzt ist ja so, ich sag mal, als du ja angefangen hast, ich sag mal, der Beruf ist ja derart facettenreich, man muss sich ja auch rein versetzen können in die Menschen. Du hast jetzt BWL studiert, hast Ausbildung gemacht von, ich nehme an, meistens auch jungen Menschen, die da sind.
Das heißt, du würdest für dich ja schon sagen, dass du dich ein bisschen auskennst mit Menschen. Jetzt ist das hier ja, ich sag mal, die Begegnung mit dem Tod und das jeden Tag. Jetzt bist du 6 Monate dabei. Würdest du es nochmal machen? Ja, also ich habe zwar jetzt lange überlegt, weil ich überlege, was ich auf so eine Frage antworte. Ich glaube, das ist diesen Beruf auszuüben, braucht einfach auch eine gewisse Lebensreife. Ja. Und diese Lebensreife hatte ich nun mal erst mit 42. Mhm. Und deswegen kann ich halt erst jetzt sagen, wenn ich die Lebensreife früher gehabt hätte, hätte ich es auch schon früher gemacht. Ja, denn was ich diesmal in diesem Beruf, ich habe jetzt schon ein paar Berufe mit 42 Jahren absolviert, was ich diesmal erstmals sagen kann, ist, dass ich eine Erfüllung fühle in diesem Beruf. Warum? Das lässt sich ganz schwer in Worte fassen. Es hat damit zu tun, dass ich zunächst mal, was das Thema Tod angeht, bin ich jemand, der gerne das Thema Tod mehr in den Bereich der Normalität bringen möchte. Denn die Menschen, das erlebe ich draußen auf den Friedhöfen, das erlebe ich draußen in unserer Gesellschaft im Allgemeinen, im Fernsehen, überall, wird das Thema Tod gerne versteckt. Das sehe ich auch in Altenheimen, wo man, wenn wir dort abholen, auch den Sarg dann umhüllen dürfen mit einer schwarzen Decke, sodass die Anwohner oder die dortigen Bewohner bloß nicht den Sarg sehen. Und ich persönlich kann nur für mich sprechen, ich finde das halt schade. Denn das Thema Tod gehört zum Leben. Und je früher wir uns diesem Thema widmen, desto einfacher werden wir mit dem Thema Tod umgehen können. Wir drehen jetzt schon seit geraumer Zeit Videos. Hast du mal so ein Video vorher gesehen? Ja. Hast du das mal angeschaut? Jetzt ist es ja so, dieses Totschweigen des Todes, nenne ich es jetzt mal so, dass man über den Tod spricht man nicht. Ja. Ist das so eine deutsche Sache? Du warst ja jetzt auch zum Beispiel in Brasilien, wo ganz anders mit dem Tod umgegangen wird. Ich lass mich kurz überlegen, dass ich da richtig drauf antworte, denn ich kann jetzt keine allgemeingültige Aussage treffen. Jetzt nur gefühlt würde ich sagen, das ist einfach der Zeitgeist, in dem wir leben, dass wir aktuell in einer Zeit leben, wo das Thema Tod versteckt wird. Das würde ich sagen, in Europa auf jeden Fall, denn in Brasilien ist es eher so, dass die Menschen dort schon sehr, also ich habe dort in einem christlichen Dorf gewohnt, dementsprechend, ich sage mal, Brasilien ist ja auch bekannt für eine sehr starke Jesus-Verbundenheit und dementsprechend ist dort das Thema auch nochmal anders. Ja? Also die Menschen sind dort gläubiger und ich glaube, dass wir in einem Land leben, in dem das Thema Gläubigkeit sehr verkümmert ist und deswegen auch das Thema Tod überhaupt nicht eingeordnet werden kann. Ist das ja. So? Ist die Gläubigkeit verkümmert in Deutschland? Aus meiner Sicht ja. Aus meiner Sicht. Du bist ein gläubiger Mensch? Ich bin ein gläubiger Mensch, ja. Ja. Das ist so. Ich glaube, wir haben niemals so wirklich intensiv darüber gesprochen. Ich habe dich mal gefragt, ob du mal gläubig bist. Ich kann mich aber nicht mehr wirklich daran erinnern. Es geht ja darum, ihr habt ja nicht nur, ich sage jetzt mal, Christen. Ihr habt ganz viele verschiedene, die ihr, ich sag mal, auch bestattet. Meistens sind es Christen, sage ich jetzt mal, die hier da sind. Wie gehst du damit um, also mit dem Glauben selber? Ist das eine Sache, die für dich die Voraussetzung ist, um jemanden zu bestatten? Nee, die Voraussetzung ist es nicht, weil jeder Glaube hat ja auch eine andere Intention oder eine andere Meinung zum Tod. Sei es jetzt Zeuge Jehova, sei es jetzt die Christen, wie man sie halt alle kennt, evangelisch-katholisch. Dann haben wir auch Muslime, haben jüdische Bestattungen auch. Also das ist, jeder hat ja da auch eine andere Denkweise dazu. Hindu-Bestattung haben wir auch schon gehabt, dann ist eine Trauerfeier mal 3-4 Stunden. Ja, ist also, fröhlich, die Trauer? Gut, wir haben nicht viel verstanden, aber ich sag mal so, die Atmosphäre ist anders, die Leute sind auch fröhlicher eingestellt, aber die kommen und gehen, da ist ein richtiges Treiben, auch bei der Trauerfeier. Die haben auch ein ganz anderes Gefühl. Bei den Deutschen war es halt früher so, Körperbestattung war das A und O. Heute ist die Feuerbestattung
bei den Hindus ist schon immer eine Feuerbestattung gewesen, mhm. weil das halt vom Glaube her so ist. Das ist gar nicht neu, oder? Nee, für die ist das nicht neu. Aber die katholische Kirche hat ja erst in den 80er Jahren mal akzeptiert, dass es überhaupt eine Feuerbestattung gibt. Also es ist nicht nur ein Umdenken in der Gesellschaft, es ist auch Umdenken in den Kirchen gefordert. Und das passiert ja auch jetzt. Es gibt ja viele Regeln, die auch verändert worden sind, auch in Deutschland, auch in Hinsicht auf Europa, dass jetzt vieles möglich ist, auch im zulässigen Rahmen. Ich sag mal, ich nenne jetzt mal die Verstreuung von zum Beispiel Verstorbenen, ist, glaube ich, in Frankreich möglich, in Deutschland, glaube ich, noch nicht, in einem Sammelgrab. Wir haben das, glaube ich, mal gefilmt in Frankreich, da geht das zum Beispiel. Ist das mittlerweile, hat sich das geändert eigentlich? Nein, hat sich nicht geändert. Das Problem in Deutschland ist ja auch, wir haben 16 Bundesländer und 16 Gesetze, ja. was die Bestattung betrifft. Also ja. es wird da kein bundeseinheitliches Gesetz angelegt. Unseres ist zum Beispiel jetzt im Februar geändert worden. Und jetzt zum 1.4. wird auch in Saarbrücken die Gebühren und die Friedhofssatzung geändert. Also da ist jetzt auch ein Umbruch drin gewesen, auch was die Thematik der Grablaufzeiten betrifft. Also es will ja keiner mehr Gräber über 20 Jahre pflegen. Da sind jetzt schon die Grablaufzeiten bei Feuerbestattungsgräber bei verschiedenen auf 15 Jahre reduziert worden. Also ist dort auch schon wieder ein Umdenken drin. Es ist ja viel, ich sag mal so, der normale Tag, ich sag mal in deinem Job, klar, der war jetzt nicht 9-to-5, weil du warst in der Ausbildung und so weiter, aber du hattest ein Wochenende, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, es war, du hattest sehr, sehr lange Urlaub, du hast sehr gut verdient, hast du mir erzählt, sechsstellig, also du warst wirklich Highflyer, gut, hast auch studiert, hast ein Diplom gemacht und so weiter und so fort. Und jetzt, ich sag mal, Der Tod kommt ja, also der fragt ja nicht, wann man ihr aufhabt oder nicht. Zum Beispiel hast du heute Abend Notdienst, oder? Telefondienst. Ja, Telefondienst. Und Beruf- und Bereitschaftsdienst hatte ich letzte Woche. Ich habe alle 2 Wochen im Wechsel. Und ja, das ist für mich absolut in Ordnung. Also es kann doch sein, da ruft jetzt einer an zum Beispiel und sagt, hier, mein Mann ist gerade verstorben oder meine Tochter oder wie auch immer. Ich sag mal, ich habe den Stefan jetzt schon mehrfach darauf angesprochen. Er, ich sag mal, hat relativ professionell gesagt, naja, da muss man das so und so tun. Aber ich stelle mir vor, Stefan, wenn du ja doch die Trauer siehst und die ja teilweise doch sehr frisch ist, und wie gehst du denn damit um? Nimmst du das teilweise mit? Oder ich sag mal, ist das so eine Geschichte jetzt nach, ich sag mal, 20 Jahren und mehr, wo du sagst, ich habe das akzeptiert für mich? Der Tod gehört dazu, aber wie gehst du da mit den anderen um, die da wirklich schwer traurig sind? Ja, man muss die Professionalität an den Tag legen. Wir sind Dienstleister. Wir kennen ja oftmals die Personen gar nicht, ja. wo da versterben. Und auch die Angehörigen, die kennt man vielleicht mal vom Sehen oder man hat schon mal einen Trauerfall in der Familie gehabt. Oder es ist vom Freundeskreis, kann ja auch sein. Die rufen da dann auch uns an. Und wenn man die Personen kennt, ist das immer ein bisschen anders. Dann gehe ich auch ganz anders damit um. Dann mache ich auch immer noch mal Gedanken drum. Das heißt nicht, dass man, wenn fremde Leute kommen, dass man sich keine Gedanken drüber macht. Aber ich meine jetzt zum Beispiel, da ist das eine Person, die ist ganz alleine, das gibt es ja schon mal. Also da ist sonst niemand mehr. Die Kinder sind, was weiß ich, irgendwo in Amerika oder keine Ahnung wo. Der Fall ist gerade eingetreten und die ist jetzt wirklich sehr traurig, die Frau. Ich meine, du kannst ja noch so professionell sein. Wie gehst du denn da ran, um der Mut zu machen ein bisschen? Gut, das sind so Problemfelder dann auch, wo wir dann auch uns Gedanken machen und auch im Team dann auch darüber unterhalten oder bei der Überführung oder mit meiner Assistentin, da redet man schon drüber und sagt, die Frau Meier ist jetzt ganz allein, da müssen wir mal nochmal anrufen. Also wir kümmern uns dann schon, wir sagen auch zu den Personen, die dürfen auch jederzeit anrufen, weil wir haben ja 24 Stunden Bereitschaftsdienst und die Leute rufen dann auch an, wenn sie dann auch Fragen haben. Auch ich sage auch immer, die können uns jeder Kleinigkeit auch anrufen, weil die brauchen manchmal auch nur einfach ein bisschen Kontakt auch. Und das ist wichtig. Da ist ja vielleicht niemand mehr. Und ich sag mal, ihr kümmert euch ja wirklich um alles. Also ich sag mal, wenn wir da, ich sag mal, jetzt anfangen würden, können wir wahrscheinlich bis 18 Uhr drehen, was da alles zu machen ist. Ja, es hängt ja von jedem Einzelfall ab. Aber in erster Linie, denke ich mal, ist das ja gerade bei älteren Menschen so, dass die natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt vielleicht die Zeitung von hinten lesen, du kennst das, und mal gucken, okay, die Einschläge kommen näher, wann könnte es bei mir soweit sein und so weiter. Und dann kommt dieser Tag. Und ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, wenn du das jeden Tag um dich hast und wirklich, ich sag mal, die Leute,
Klar, du hast vielleicht die einen, die vielleicht ein bisschen fröhlicher sind, die sagen, okay, er ist vielleicht erlöst worden von seinem Leiden, er war so schwer krank und so weiter. Aber ganz oft ist es ja so, dass ein Mensch, der ein ganzes Leben lang dabei war, nicht mehr da ist. Das stimmt. Und auch wenn dann jemand noch hinterbleibt und ist alleine und die hatten früher eine ganz enge Bindung, auch das Ehepaar, dann müssen wir auch schon mal auch gucken, ob man dann nicht auch eine betreuerliche Hilfe auch für jemanden auch organisieren. Das machen wir ja dann auch, dass wir dann eine Hilfestellung geben. Wir haben ja viele Bekannte auch in unserem Bekanntenkreis, wo auch alte Menschen betreuen, Hilfestellung geben bei Formalitäten. Weil wenn die Bestattung ja fertig ist und wir haben alles gemacht, dann heißt ja nicht, dass noch nicht noch Bankgeschäfte und das tägliche Leben auch von der Person eventuell mitgestaltet werden muss. Und das können wir natürlich nicht leisten, aber deswegen haben wir wieder Partner, wo wir dann auch Hilfestellung geben können, dass ein Betreuer dann eventuell auch eingesetzt wird dafür, wenn die das auch selbst wollen. Das ist natürlich immer die Grundvoraussetzung. Ich muss da mal kurz drauf zurückkommen. Wenn du, also wir sind hier, ich zeige das mal gerade, wir sitzen hier an diesem Tisch, das werden viele Menschen aus Saarbrücken kennen. Ihr seid schon wie lange hier jetzt in der Mainzer Straße? Seit 1983. Also viele saßen hier oder so ähnlich. Da ist normalerweise hier ja auch, was davor, dass man nicht reingucken kann. Hier, das ist komplett zugezogen, dass man absolute, Diskretion dann hat. Aber ihr kommt denn und dann, es gibt wirklich Leute, die kommen rein. Ihr hattet vorher noch nie Kontakt mit dem Menschen. Derjenige ist verstorben und die sagen, mein Mann ist verstorben, meine Frau ist verstorben. Was ist zu tun? Oder wie ist das? Sie kommen, ist das so? Ja, so ist das hier in Saarbrücken, weil wir sind eine Stadt. In der Stadt ist das so, wir haben ein Ladengeschäft, das ist ja ein öffentliches Geschäft eigentlich bei uns. Ja. Da kommen die Leute dann rein und kommen aus der Klinik und sagen dann halt, Mutter, Vater, Oma ist verstorben, das muss jetzt geregelt werden. Und sagen wir mal, 10% von den Personen, die rufen auch vorher an und wollen dann auch einen Termin haben. Also 90% kommen rein? Ja. Wirklich? Ja. Die stehen hier drin und sagen, meine Frau ist gerade verstorben oder wann, zum Beispiel gestern, heute? Ja, also wenn es in der Klinik so war. Also und die Haussterbefälle, also die Personen, die zu Hause versterben, die rufen oftmals dann an. Die kommen nicht einfach, weil dann muss jetzt erstmal auch abgeholt werden zu Hause. Aber wenn es in der Klinik dann war, dann ist es oft so, dass sie halt hier direkt im Geschäft stehen, ja. So, jetzt haben wir die ganze Zeit darüber unterhalten, wie ihr den anderen helft. Wie hilfst du denn selber, wenn du, viel Trauer mitbekommst? Ist das was sich überträgt am Anfang? Ein bisschen? Nein, für mich nicht. Das hat aber damit zu tun, dass ich mich jetzt seit den letzten 5 Jahren auch schon intensiv mit anderen Dingen beschäftige, ja. Als der Durchschnittsbürger vielleicht macht. Ich habe mich durch meine Zeit in Brasilien auch schon dort in einem, einem geistlichen Zentrum. Da gibt es auch recht viele in Brasilien, muss man sagen. Das ist ein sehr ein geistliches und gläubiges Land, oder? Absolut, ja. Absolut. Dort ist das Thema Gläubigkeit, Spiritualität auch ein ganz normales Thema. Also dort wird man nicht schräg angeguckt, wie beispielsweise in Deutschland, wenn man das sagt, dass man zum Beispiel an Jesus glaubt oder so. Und dort sind eben solche Anlaufstellen, wo eben die Ärmsten der Armen auch eine Möglichkeit haben, sei es Alltagsprobleme bis hin zu Krankheiten, in solchen Zentren hingehen können und dann dort von Ehrenamtlichen erstmal aufgefangen werden. Und ich habe das in Brasilien damals gemacht und habe da festgestellt, dass genau die Arbeit mit Menschen, die also mit einer Trauer beispielsweise konfrontiert sind, habe ich festgestellt, dass mir genau das Freude stiftet, dass ich denen helfen kann. Und so ist das auch jetzt, wenn ich also am Telefon irgendeine fremde Person habe und freue ich mich, wenn ich die Frau oder den Mann auffangen kann. Und ich habe manchmal auch das Glück, dass ich Hausbesuche machen darf. Das ist eher der Einzelfall. Aber wenn es halt nicht anders geht, fahre ich dann auch zu den Angehörigen nach Hause und treffe dann dort die Menschen in ihrer Alltagssituation. Und das sind die Momente, die mir besonders viel Freude geben, weil sie erstens komplett weg sind von Routine, sondern ich muss hier absolut mich auf meine Intuition verlassen und auf mein Fingerspitzengefühl und kann dann den Menschen entsprechend
Ich will nicht sagen einfangen, aber ich kann ihn erstmal so annehmen, wie er ist und kann versuchen, ihm Trost zu spenden. Denn mir ist wichtig, dass die Angehörigen, auch wenn das Thema Tod und Abschied nehmen eines der schwierigsten Themen ist, die wir als Mensch lernen müssen, kann man trotzdem in so einer Situation Trost spenden und den Menschen noch eine Zuversicht geben. Und das ist mir wichtig. Das kennen wir schon so lange. Und das Thema Trost, das war nie, klar, Trost, da haben wir mal drüber gesprochen, aber du weißt, in meiner Fragestellung der letzten 30 Minuten wollte ich immer auf das Thema Trost hinaus. Aber ich glaube einfach, dass es auch wichtig ist, dass derjenige in dem Moment dann auch jemand hat, wo er weiß, ich habe hier einen Profi, der kümmert sich jetzt darum, dass würdevoll mit meinem Mann oder meiner Frau umgegangen wird. Du hast mir erzählt zum Beispiel, dass ihr euch nicht witzig unterhaltet, wenn ihr zum Beispiel da den Verstorbenen abholt, sondern wohl wissend, dass, ich sag mal, ihr nicht wisst, wo ist er jetzt gerade, was macht er gerade, vielleicht ist er ja daneben. Es gibt ja da sehr, sehr viele Erzählungen, dass Menschen noch da sein können und so weiter. Das muss man ja doch, ich sag mal, sehen. Sondern ihr seid da würdevoll, ihr sprecht nicht, da läuft nicht, ich sag mal, Radio Salü im Hintergrund oder irgendwas, sondern das ist eine Geschichte, die man lernt, dann damit umzugehen. Also wirklich dann die Ruhe oder wie wird das gehandhabt? Ja, also es sollte alles in Ruhe auch vonstatten gehen. Es wird sich auch nicht wie am Oktoberfest dann unterhalten, wenn man beim Verstorbenen ist. Das macht man einfach nicht. Man ist nicht beim Stammtisch. Es geht ja hier um einen Menschen und um eine Person. Und auch gerade, wenn man jemanden zu Hause abholt, das kriegen die Angehörigen ja mit. Die stehen ja auch dabei. Ja, und dann kriegen wir auch die Rückmeldung auch, dass das sehr würdevoll gelaufen ist, dass auch die Organisation auch alles ruhig läuft. Und das kriegen wir auch als Rückmeldung. So, jetzt bist du ja frisch dabei. Ich merke schon, der Stefan ist, der weiß auf alles eine Antwort. Das ist auch gut so. Klar, wenn du das schon so lange machst, ganz klar. Aber jetzt bist du ja relativ neu. Du musst ja wirklich alles machen. Du hast gerade eben die Fotos einsortiert. Du sprichst mit den Leuten. Du machst morgen eine Beratung. Mhm. Du trägst morgen einen Sarg, habe ich gehört. Packst mit an. Du machst auch die Versorgung der Verstorbenen. Das bedeutet, die Versorgung, siehst diese Menschen auch ohne Bekleidung. Dort werden entsprechende Körperöffnungen werden versorgt. Das ist ja alles, ich sag mal so, ich sag mal, im Vornherein, war das dir klar, dass das alles diesen Umfang hat? Ich meine, du hast ein Praktikum gemacht, klar, aber da hast du ja erstmal gesehen, okay, das ist jetzt wird es ernst. Da ist der erste Verstorbene. Ja, also ich hatte mich im Vorfeld wirklich ausgiebig informiert, auch durch die Videos, die ihr gedreht habt. Und es gibt auch natürlich, um eine gewisse Objektivität reinzubringen, habe ich auch andere Bestattungsvideos mir angeguckt. Und natürlich ist es was anderes, wenn man es in der Theorie sieht und nachher in der Praxis dann tatsächlich erlebt. Und ich bin dankbar, dass ich dadurch lernen kann, gerade auch die Scheu zu verlieren. Also ich sage jetzt mal auch einen Toten eine Windel anzulegen oder auch zu reinigen vorher. Und das heißt, ich bin komplett konfrontiert mit den menschlichen Schwächen, die uns aber auch alle ausmachen. Ich sag mal, das sind ja genau die Dinge, die wir Menschen nicht gerne sehen möchten im Alltag und wofür wir uns dann auch schämen oder die Augen zumachen und die Nase rümpfen. Aber genau das macht es doch aus. Wir Menschen sind so. Und diese Würde, nenne ich das jetzt mal, die gebe ich dann auch im verstorbenen Zustand und achte darauf, dass der Körper entsprechend auch dann diese würdevolle Behandlung auch erfährt. Und ich denke, wenn man mit der Sache, mit der Tätigkeit konfrontiert ist, lernt man relativ schnell damit umzugehen. Und ich war selbst überrascht, dass ich bereits nach der einen Woche Praktikum war für mich klar, das macht mir überhaupt nichts aus. Also in keinster Weise. Und ich persönlich bin froh dafür, dass ich die Erfahrung machen darf, dass ich so nah am Mensch sein darf. Ja, weil ich sag mal, einen Toten zu waschen, es ist erstens ein Dienst am Menschen
Und es gibt mir aber viel zurück. Und ich glaube, das kann man als Zuhörer gar nicht nachempfinden, als wenn man es mal selbst gemacht hat. Gerade nachdenken, so. Ich habe mal einen Völkling mit ihm gedreht, da musste ich auch öfter mal Pausen machen, die Leute gesagt, weil das doch so viele Eindrücke waren. Jetzt ist ja so, Stefan, du hast ja ab und zu Fälle, A, dass jemand eine Sterbevorsorge gemacht hat, also sich hat beraten lassen, und B, jemand ist im Hospiz, das heißt, also ist zum Beispiel schwer an Krebs erkrankt, hat eine Lebenserwartung von 4 Wochen, habe ich selber so erlebt. Ja, ein Freund von mir hat einen Gehirntumor, kam ins Hospiz, ist dann verstorben, auch innerhalb der prognostizierten Zeit. Und dann hast du ja den Verstorbenen noch Leben vor dir gehabt. Ist das nochmal was anderes? Ja, weil dann hat man ja schon auch ein gewisser Bezug, weil manche kommen dann auch 2-3 Mal und dann kennt man die Person, weiß aber auch, was geht in dem Menschen vor. Man hat mit ihm gesprochen, er wollte selbstbestimmt auch seine Bestattung regeln. Ist auch nochmal mehr Respekt auch der Person auch gegenüber, weil er befasst sich mit seinem eigenen Tod und mit dem Thema und möchte auch anderen nicht zur Last fallen, oder er hat auch keine anderen Menschen und will nicht der Allgemeinheit zur Last fallen. Ach so, deswegen kommt er im Vorfeld alleine vielleicht auch mal zu euch und sagt hier, ich will schon mal vorsorgen. Genau, und diese Person, da geht man auch wieder ganz anders mit um, weil man sie halt ja auch kennt. Nicht so, wie man jemand privat kennt, aber man hat schon mal mit dem gesprochen und dann geht man auch ganz anders mit um mit der Sache. Unglaublich. Ich finde das gut. Denn es gibt ja unglaublich viele Bestatter. Also ihr seid ja da nicht alleine, sondern es gibt ja viele, die sich für den Beruf entschieden haben. Es gibt ja ein Angebot und eine Nachfrage, sage ich jetzt mal. Leute sterben, Leute müssen unter die Erde gebracht werden oder verstreut werden oder und so weiter. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, diese Reife oder die Erkenntnis, diese Reife zu erlangen, um dem Tod quasi so ins Auge zu blicken, das ist ja eine Sache, da frage ich mich gerade, wo lernt man denn das? Ist das eine Sache, die du dann an der Uni lernst, der Diplombestatter? Weil du musst ja eine Berufung dafür finden, wie ein Arzt oder wie, ich weiß gar nicht, wie vielleicht ein Geistlicher oder sowas, der dann sagt, okay, ich will mich damit wirklich intensiv auseinandersetzen. Mal auf der einen Seite, ihr kriegt Geld. Auf der anderen Seite sind ja ganz viele Dienstleistungen praktisch inkludiert, die was damit zu tun haben, dass diese Menschen, ich sag mal, Hilfe brauchen, Abwicklungen, Workflows und so weiter. Gibt es eine Ausbildung, Studium zum Bestatter? Es gibt einen Ausbildungsberuf zur Bestattungsfachkraft und einen Fortbildungsberuf zum fachgeprüften Bestatter. Ja, also die Professionalität gibt es schon, aber man muss das ja mal zuerst für sich entscheiden und das auch wollen. Das ist jetzt, im letzten Jahr habe ich 2 Personen eingestellt aus Initiativbewerbung, also nichts großartig ausgeschrieben. Und diese Person, das ist mir immer noch am liebsten, weil die haben sich schon mal damit befasst. Warum wollen sie das überhaupt? Das war die Frau Held und der Herr Gebhardt. Und mit den Personen geht auch eben ein Vorstellungsgespräch. Das dauert dann nicht nur eine halbe Stunde. Das ist, man hat über 2 Stunden uns unterhalten. Weil da geht es auch darum, weil die Personen, die bei mir sind, die sollen auch alles können. Von der Beratung bis zum Abholen, Fertigmachen von den Verstorbenen bis zur Beisetzung. Dass die komplette Betreuung, dass jeder auch weiß, was wird von dem Kollegen erwartet und wie muss alles funktionieren und dass es auch ein Hand in Hand ist. Weil wenn der Herr Gebhardt jetzt draußen unterwegs ist, der macht die Beratung. Dann muss aber die Mitarbeiterin oder die Kollegin im Büro auch wissen, um was geht's. Oder ich, wenn ich ans Telefon gehe, muss auch sehen, es muss ja auch dokumentiert sein. Wir haben eine Branchensoftware, wir haben ein Programm. Ist auch alles dokumentiert, was auch wichtig ist, damit man auch immer jeder weiß, um was geht's. Und ja, und dann auch der Kollegin dann auch die Info wieder weitergeben kann. Boah, ich stelle mir das echt schwierig vor. Also jetzt, wo ich so merke im Laufe des Gespräches, wie komplex das Ganze ist. Also du brauchst das Fingerspitzengefühl, brauchst die Ausbildung in deinem Leben, also was auch immer du gemacht hast, du brauchst Lebenserfahrung, damit du mit Leuten umgehen kannst. Du musst sie am Ende des Tages auch noch zum Abschluss bringen, dass sie dir vertrauen und ich sag mal unterschreiben, dass du mit denen die Bestattung machst. Dann gibt es ja noch die Beratung, wenn jemand sagt, ich will denn noch die Bestattung haben und das haben und da und so weiter und so fort. Wow, ich habe da ganz großen Respekt vor. Das heißt, also du bist jetzt nach einem halben Jahr, hast wahrscheinlich immer noch nicht alles gesehen, oder? Oder doch?
Also ich bin erstmal überrascht, wie tief drin ich schon bin im Beruf. Schon rüber, ja. Ich sag mal, wir haben ja so ein Institut, wo auch sehr viel zu tun ist. Und dadurch sieht man auch sehr, sehr viel und auch hat alle Facetten von, ja, von relativ jungen Verstorbenen bis richtig alt Verstorbenen. Ne? Was ist denn relativ jung? Relativ jung ist ein Baby. Baby? Ja. Also das sind schon auch Sachen, da macht man sich auch schon mehr Gedanken, weil das, da denkt man sich dann auch, ja, hat noch nichts vom Leben gehabt. Wie kann sowas überhaupt passieren? Wer oder warum stirbt das Kind jetzt? Mhm. Beim alten Mensch weiß man, der hat sein Leben gelebt und dann ist das auch okay, dass er verstirbt, das weiß jeder. Irgendwas. Wenn jemand mit 30, 40 verstirbt, ist auch wieder, da macht man sich auch so Gedanken. Oder wenn dann jemand so in seinem Geburtsjahrgang verstirbt, da denke ich dann auch so, jetzt kommen die Einschläge bei dir auch näher. Also da macht man sich schon Gedanken. Und lässt sein Leben auch irgendwie passieren. Fehlt mir noch irgendwas oder habe ich bis jetzt alles meiner Meinung nach richtig gemacht? Krass. Ja, das Schlimmste, glaube ich, was es gibt, sind wirklich dann junge Kinder, denke ich mir, die so gerade so, ich sag mal, die eigene Identität dann, klar, die hat man sofort, aber wenn die dann auch sprechen können, wenn das kommt und so weiter, die vielleicht dann auch unheilbar krank werden, den Fall hast du noch nicht erlebt, oder? Nein. Wobei ich dazu gerne was sagen möchte. Ich glaube, was wir ganz vergessen, die Person, die verstirbt, für die ist es ja gar nicht mal so schlimm, sondern es ist mehr für die Angehörigen. Und ich glaube, da ist es insbesondere schwierig, einer Mutter Beistand zu leisten, die gerade ihr ganz, ganz junges Kind verliert. Und, oder ein Ehepartner verstirbt, wo man einfach merkt in der Beratung, da war eine ganz große Liebe zwischen den beiden. Und der Mensch ist jetzt einfach weg. Und die Trauer ist halt bei den Angehörigen. Und hier geht das Thema Glaube halt für mich wieder einher, da ich glaube, dass es nach dem Tod weitergeht. Da bist du auch nicht alleine, muss man sagen. Also ein ganz großer Teil der Deutschen glaubt an das Leben nach dem Tod. Bin ich beruhigt. Ja, also für die Menschen, die dann gehen dürfen, für die geht es ja weiter. Es ist nur für die Angehörigen halt schlimm, jetzt ein Leben weiterzuführen ohne diese Person, die jetzt so viel, so eine starke Bindung da war. Und diese Bindung, einfach diese Loslösung zu akzeptieren, das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Du weißt, worauf ich hinaus will. Also das Ganze heißt ja auch, dass ich natürlich im Kopf ein Rückgrat haben muss, um den Beruf herausüben zu müssen. Das heißt, du musst schon eine willensstarke und gestärkte Persönlichkeit sein, die, ich sag mal, mit dem Ganzen umgeht. Weil ich denke mir, wenn du da jeden Tag Leute hast, die wirklich dem Tod für sie oft erstmalig dann ins Auge schauen, dann ist das wie so ein Schwamm, stelle ich mir vor, wo du dann vielleicht auch diese Trauer immer wieder aufnimmst. Und die Frage ist, ob es da nicht irgendeinen Ausgleich geben muss, dass man sagt, okay, wie kriegst du die Freude hin? Oder ist es die Freude anschließend, die dir die Leute zurückgeben, wenn sie nochmal zu dir kommen und sagen, das war eine schöne Trauerfeier. Du hast ja auch so einen Trauersaal, hast du extra eingerichtet, wo Leute Abschied nehmen können. Das ist, glaube ich, auch eine Geschichte, gibt es auch nicht überall. Hast dir da sehr viel Mühe gegeben, dass, ich sag mal, der Verstorbene dort aufgebahrt wird, der Sarg kann geöffnet werden oder auch nicht. Die Leute können in Ruhe Abschied nehmen, im eigenen Schlüssel, ganz alleine. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, wo das war früher nicht möglich, oder? Nee, also früher war es halt so, da waren die Verstorbenen ja auch noch zu Hause. Ja. Da war es ja wieder ganz anders gelagert. Heute sterben die Leute sind ja zu Hause verstorben, dann waren die 2-3 Tage zu Hause geblieben. Da ist die ganze Nachbarschaft gekommen. Die haben, ja, und die haben ja das zu Hause dann auch selbst gemacht, den Personen angekleidet. Dann ist der Bestatter ja nur noch gekommen und hat wie ein Fuhrunternehmer, die Bestattungsbranche kommt ja auch aus dem Fuhrunternehmertum. Die haben den Verstorbenen abgeholt und zum Friedhof verbracht. Das war früher, was der Bestatter gemacht hat. Und noch das Grab geschaufelt und nachher nochmal zugemacht. Und das hat sich ja im Laufe der Zeit immer mehr mit mehr Service gepaart. Deswegen sind wir ja auch Dienstleister. Ursprünglich kommt ja auch die Bestattung aus dem Handwerk. Das haben Schreiner, haben den Sarg gemacht, haben den Verstorbenen abgeholt, das Grab wohl noch gemacht, die Bestattung an sich und dann auch das Grab wieder zugeschaufelt.
Und diese Formalitäten und so, das hat alles die Angehörigen selbst gemacht. Aber das ist ja heute durch die Digitalisierung auch alles so vielschichtig geworden. Jeder hat 10 E-Mail-Konten, 26 Webshops, wo er schon bestellt hat. Und man ist ja überall irgendwo präsent gewesen, auch in der Digitalisierung. Und das hat nicht nur mit jungen Menschen zu tun, das sind auch viele bei älteren Menschen mit 80, 85, 90, gerade jetzt zur Corona-Zeit, die haben ein iPad zu Hause oder ein Tablet, oder damit die auch im Pflegeheim noch Kontakt zu ihren Angehörigen halten können. Mhm. Die sind ja wie eingesperrt mittlerweile, weil ein Altenheim, kann man ja heute sagen, ist ein Hochsicherheitstrakt. Mhm. Wie ein Krankenhaus, da kommt schon nicht mehr rein. Mhm. Und das sind alles so Sachen. Und auch dann diese verschiedenen Charaktere, wo wir ja auch vor uns sitzen haben, die Leute kommen rein, du kennst die Leute ja gar nicht. Mhm. Und du musst jetzt innerhalb von, sagen wir mal, 30 Sekunden bis eine Minute merken, wie ist die Familie gestrickt, was will die Familie? Ist es jetzt, wer ist der Redelsführer in der Familie? Wer hat das Sagen, wenn da 4 Leute kommen? Und dann kristallisiert sich ja schon sehr, sehr raus. Und das kriegt man auch erst mit viel, viel Erfahrung und mit, ja, wenn man viel mit Menschen zu tun hat, auch raus. Und auch die Seminare, wo wir im Einzelhandel hatten. Herr Keppert kommt ja auch aus dem Einzelhandel. Wir sind top geschult worden, was auch Psychologie betrifft. Aber diese, ich sag mal, diese Verkaufsschulung, wo wir dann im Handel bekommen haben, die brauchst du hier gar nicht. Weil der Kunde, wo hier zu uns kommt, die haben ja einen Bedarf. Mhm. So, und der Bedarf, wenn die hier rausgehen, dann muss ja irgendwie, der Mensch muss ja einen Sarg haben. Aber wir brauchen jetzt nicht einen Sarg aktiv zu verkaufen. Wir haben so viel Modell, da kann jeder selbst entscheiden, was er möchte. Und das ist auch, was ich in meinem Unternehmen immer sage, meine Mitarbeiter sollen hier nichts aktiv verkaufen. Dass wir sind beratend zur Seite stellen. Mhm. Das ja, aber nicht verkaufen, das brauchen wir auch nicht. Ja, hier sind ja jetzt noch relativ einfache Fälle. Es gibt ja die Fälle, jemand verstirbt im Ausland. Ich habe ja eben schon gefragt, du ja alles schon mitbekommen hast. Ich habe ja auch schon viele Videos gedreht mit dem Stefan. Das heißt, der typische Fall, jemand ist, was weiß ich, mit dem Wohnmobil in Portugal, kommt zu Tode. Die Frau kann das Wohnmobil gar nicht zurückfahren. Da fängt das Ganze schon an. Dann liegt der Leichnam dort. Das Thema Körperbestattung wird wahrscheinlich die gleiche Eilbedürftigkeit haben wie in Deutschland. Hat wahrscheinlich was mit der Verwesung zu tun, oder ist das? Ja, nicht unbedingt. Wenn jemand im Ausland verstirbt, dann kann man ja auch Fristverlängerungen, wir müssen ja die Rückführung organisieren, wenn das als Körperbestattung sein soll, dann muss oftmals noch eine thanatologische Behandlung gemacht werden. Das heißt, eine teilweise Konservierung des Verstorbenen, damit die Verwesung gehemmt ist, damit die Person erstmal hierher kommen kann. Und bis die Formalitäten in den südlichen Ländern, das weiß man ja, das, bei denen geht alles etwas langsamer, und das kann bis zu 14 Tage dauern, bis jemand aus Türkei oder aus Italien hier in Deutschland ankommt. Wow, ich habe ganz großen Respekt vor euch. Das heißt, das sind ja die Fälle, die euch ausmachen. Ihr habt zum Beispiel auch, was euch auszeichnet, ihr macht auch Bestattungen, bei denen die Bestattung vom Amt bezahlt wird. Also wenn jemand nicht viel Geld hat, das lehnen ja viele ab. Warum auch immer, aber es ist für euch dann zum Beispiel auch wichtig zu beraten, wie derjenige am meisten Geld sparen kann. Also das ist ja auch ein Thema, wenn du merkst, derjenige hat gar nicht viel Geld. Und die Amtsbestattung, wie sieht das aus? Zahlt denn wirklich das Amt zahlt die Beerdigung, oder? Also ich kann dazu nur so viel sagen, dann würde ich das gerne an Herrn Kohl weiterleiten. Also mir ist besonders wichtig, wenn ich zu den Menschen gehe in die Beratung, ist mir das Thema Ehrlichkeit sehr wichtig. Und das bekomme ich auch relativ schnell raus, wie die finanzielle Situation ist. Ja? Und wenn ich sehe, da ist eine Frau oder eine Person oder ein Mann, die also wirklich auf jeden Cent gucken muss, dann berate ich die auch so, dass die Beerdigung möglichst niedrig vom Preis her ist. Ja. Mhm. Und was da jetzt Sozialbestattung angeht, da genauere Details, da darf ich gerne an Herrn Kohl weiterleiten. Ist schon richtig. Also es machen nicht alle Bestatter, machen Sozialbestattung. Ihr habt gesagt, okay, wir stellen uns der Aufgabe, ihr macht das. Ja, also wir haben da auch in unseren Abrechnungsmodalitäten auch was geändert. Wir haben ein sogenanntes Factoring-Unternehmen mit involviert jetzt, damit wir uns immer um die Angehörigen und um die Verstorbenen kümmern können und nicht um irgendwelche finanziellen Geschichten. Bedeutet, die Rechnung kommt ganz normal von uns, und es wird aber mit dem Factoring-Unternehmen auch nachher abgerechnet.
Das hat auch damit zu tun, weil die Sozialämter mittlerweile sehr, sehr große Prüfverfahren haben. Früher war das in 3-4 Wochen erledigt. Die Zahlung auch, ja. Wenn jemand bedürftig ist, dann wurde das relativ zeitnah gemacht. Es wurden die Einkommen der bestattungspflichtigen Person, eventuell noch der Geschwister geprüft. Und seit diesem Jahr ist es ganz, ganz extrem geworden. Da werden die Nachlassgerichte angeschrieben von den Sozialämtern. Und bis dann, das kannst du dir selbst vorstellen, bis er der Amtsschimmel alles zusammen abgeprüft hat. Es geht darum, dass eventuell ein Angehöriger das übernehmen muss. Ja, einer von den Angehörigen auch in der geraden Linie. Das geht bis zu den Geschwistern runter. Und dann wird geschaut, wenn der das Erbe nicht abgelehnt hat, dann ist er in der Zahlungspflicht dann. Und die Ämter versuchen natürlich jetzt so wenig wie möglich in Anspruch genommen zu werden. Das hat auch jetzt wirklich auch damit zu tun, mit diesen ganzen Corona-Geschichten jetzt. Man muss das Thema, will man ja nicht ausreizen mit Corona, aber die Kurzarbeit, die wird viele, viele in die Schieflage bringen, in Insolvenzen bringen, in Arbeitslosigkeit bringen, in finanzielle Schieflagen. Und wir wollen uns um die Leute kümmern. Und deswegen müssen wir halt gucken, dass unser Zahlungsdienstleister, wenn das alles in der Schwebe ist, und man muss auch dazu sagen, wenn viele kommen ja in Zahlungsschwierigkeiten unverschuldet. Und wenn die sich ja darum kümmern, dann ist ja auch die Bonität da. Die Bonität ist mittlerweile auch ein ganz großes Thema. Wir merken ja auch, wenn sich jemand darum bemüht und kümmert, dass die Bestattung alles gemacht wird und nichts schleifen lässt, dann machen wir das sehr gerne. Und wenn jemand aber keine Bonität hat, dann müssen wir auch schon mal sagen, ihr müsst eine Sicherheitsleistung hinterlegen, damit auch die Unterlagen zum Sozialamt kommen. Weil viele denken, schickt ihr mal die Rechnung zum Sozialamt. Viele nicht, aber einige. Die meisten geben alles ordentlich ab. Aber das Problem sind immer halt die Personen, die sich immer ausruhen wollen und denken, die andere oder die Allgemeinheit soll mal machen. Aber grundsätzlich ist, wenn jemand nicht viel Geld hat und wir merken das im Gespräch, dann weisen wir auch aktiv darauf hin, dass die Bestattung auch vom Sozialamt bezuschusst wird. Der Zuschuss kann bis zu 100% betragen. Aber ich kann nicht sagen, die Bestattung wird vom Sozialamt übernommen, weil das steht mir nicht zu, das kann ich nicht, weil ich bin ja nicht derjenige, der das prüft. Was ist denn zurückzulegen für eine Mindestbestattung in Deutschland, wenn man jetzt den günstigsten Weg wählt? Als Beispiel, bin ich da, weiß ich nicht, mit 2.000 Euro dabei oder ist es teurer? Ihr habt ja unglaublich viele Gebühren, die zu zahlen sind. Ja, also man kann sagen 2.500 Euro. Netto, brutto? Alles brutto. Wir sind ja mit Endverbraucher. Also immer brutto, inklusive Krematorium, inklusive einer normalen, günstigen Grabstätte, kriegen wir mit 2.500 Euro hin. Dann kommt es immer noch darauf an, wenn die Todesbescheinigung darf bis zu 250 Euro kosten. Das muss man dann immer noch dazu rechnen. Also so, ich sage so zwischen 2,5 und 2,8. Kriegt man eine Bestattung hin. Ihr seid natürlich mehrwertsteuerpflichtig. Ja. Das heißt, auf den Tod verdient der Staat die Mehrwertsteuer? Ja klar, auf unsere Leistungen ja. Wir sind ja ein Handelsunternehmen, wir kaufen die Särge ein, die Urnen kaufen wir ein, paaren die mit einer Dienstleistung, mit unserer Dienstleistung und da will der Staat natürlich partizipieren dran. Unsere Friedhofsgebühren, das sind ja städtische Gebühren, die sind mehrwertsteuerfrei. Die sind mehrwertsteuerfrei, okay. Also ich wollte das gar nicht werten, ich wollte nur sagen, in den 2.500 Euro sind wahrscheinlich dann noch rund 20% Mehrwertsteuer drin, also 19%, korrekt oder fast? Ich sage mal auf 1.500 Euro bis 2.000 Euro, da sind noch Mehrwertsteuer dabei. Ja, Mensch, ich glaube, wir machen einen zweiten Termin. Okay. Es ist spannend, muss ich sagen, denn ich habe gar nicht damit gerechnet, dass es so vielfältig ist. Wir haben jetzt mal eine Stunde über das Thema Tod und Bestattung gesprochen. Ich würde dich einfach mal bitten, wir werden es fortsetzen. Ich würde dich gerne mal bitten, dass du mir mal 10, 15, 20 spannende Fragen mal aufschreibst rund um Themen zum Thema, ich sag mal, Beerdigung, die Bestattung, die Verbrennung von Verstorbenen und so weiter, dass wir das mal abarbeiten können. Und ich glaube, dass mir jetzt schon bewusst ist, weil unsere Videos teilweise Hunderttausende von Aufrufen kriegen, dass die Leute, ja, es ist wirklich so. Also wenn wir zum Beispiel, das hast du ja selber gesehen in Völklingen, wo wir da im Krematorium waren, was mich zwar schockiert hat, aber dann habe ich gefragt, naja, wieso dürfen wir hier rein? Was er gesagt hat, ja, wir haben hier Führung, hier darf jeder rein. Jeder, der fragt, kann gucken, wie läuft denn das so? Und dann haben wir auch gesagt, dann zeigen wir es einfach mal, oder?
Genau, und das hat uns ja auch der Erfolg recht gegeben. Also diese Maßnahmen, wo ich vor 3 Jahren bin ich auf dich zugekommen, ob wir das machen. Du hast ja auch, musst du erst mal überlegen, weil es ist ja ein Thema, das schon ein bisschen nicht so in der Öffentlichkeit ist. Und wir hatten ja jetzt schon mal 2-mal jeweils eine Woche auf deinem Fernsehkanal das rund um die Uhr thematisiert, wo dann Leute auch hier reingekommen sind und haben gesagt, sie finden das gut, dass man auch mal drüber spricht und dass es nicht totgeschwiegen wird, der Tod. Also das ist ja auch wichtig. Und das gibt uns doch recht, dass wir das so gemacht haben und auch die Reihe so weiter fortsetzen werden. So, ich zeig mal gerade, dorthin sitzt die ganze Zeit eine Kollegin, die ab und zu mal durchs Bild läuft. Du bist die? Ich bin die Diana. Diana. Und du bist hier, was hast du für eine Aufgabe? Genauso wie der Kollege? Genau. Genau. Ich kümmere mich einmal um alles. Einmal um alles. Aber ist das so eine Sache, wo man so das Gefühl hat, dass manchmal die Leute reinkommen und sagen, ich will dann lieber mit der Jana reden als Beispiel? Passiert das schon mal? Kommt durchaus mal vor. Also auch bei meinen Kolleginnen, dass dann manche sagen, gut, ich hatte jetzt immer mit der oder mit dem Kollegen immer Kontakt, möchte auch mit dem weiterhin die Gespräche führen, weil meistens ist auch die Person, die als erstes halt der Ansprechpartner war, denn die Bezugsperson. Okay. Ja, vielen Dank euch beiden. Ich zeige euch mal gerade in der Totalen, dass man das Ganze mal sieht. Wir sind in der Mainzer Straße in Saarbrücken heute am 29. März 2021. Es gibt viele neue Leute bei der Pietät von Rüden. Im Vergleich zu eurer, ich sag mal, Gesamtbestehenszeit sind sie relativ neu. Aber ich muss ehrlich sagen, ich war zu früh hier bei den Dreharbeiten, das passiert mir selten. Oft komme ich leider zu spät und hatte die Chance, mich mit ihm zu unterhalten und war auch ganz überrascht, dass jemand Quereinsteiger aus einem gut dotierten, festen Job, wo jeder wahrscheinlich gedacht hätte, ich bin jetzt hier verrückt, gib das auf, habe ein 6-stelliges Gehalt, habe einen Firmenwagen und so weiter. Und du hast zu mir gesagt, du fühlst dich unglaublich wohl zu dienen, richtig? Ja, korrekt, genau. Also schwierig, dem noch was hinzuzufügen. Ich glaube, was für mich der ausschlaggebende Punkt war, das muss aber jeder für sich selbst im Leben erkennen, ist die Frage, was erfüllt einen? Und ich habe halt festgestellt, dass der reine kapitalistische Ansatz oder materialistische Ansatz für mich eben ins Verderben oder ins Unglück geführt hat. Und insofern, so ist das. Und insofern ist dieser dienende Ansatz mehr im Geistigen auch tätig zu sein. Natürlich ist es ja auch Handwerk hier, aber nichtsdestotrotz ist das Thema Tod auch ein Thema des Geistigen. Und das natürlich zu verbinden, ist das eine. Und das andere ist, ich glaube, der Tod erinnert mich jeden Tag daran, dass wir hier nur für eine wirklich sehr kurze Verweildauer sind. Und das Schwierigste beim Sterben ist eigentlich das Loslassen. Und zwar von allem. Und deswegen ist es umso besser, aus meiner Sicht, das ist so nach dieser Devise lebe ich fange jetzt schon an, stückchenweise Dinge im Leben loszulassen. Und das fängt aus meiner Sicht mit dem Geld und mit der Gier nach Geld an, weil die Gier kennt keine Grenzen. Mhm. Und ich sag mal, der Beruf des Bestatters ist ein sehr ehrlicher Beruf. Und ist jetzt eine pauschale Aussage, ich sage es jetzt einfach mal so. Und er hilft mir, dass ich gut damit leben kann, aber er hilft mir auch, auf einem ganz anderen Niveau zu leben, als ich es vorher gelebt habe. Und ich stelle fest, es mangelt mir an nichts, sondern ich bekomme viel mehr. Ich bekomme viel mehr. Unglaublich. Ich meine, ich habe ihn heute erst kennengelernt und ich dachte mir schon, wer macht das? Aber es sind alle anders, muss man sagen. Das ist jetzt ein Beispiel. Ja, Stefan, vielen, vielen Dank für das nette Gespräch. Wir kriegen die Fragen, wir werden das fortsetzen. Vielleicht haben Sie ja Lust, uns in die Kommentare auch mal Fragen reinzuschreiben. Also man kann das Ganze noch sehen auf German Television, wenn Sie möchten. Und dort kann man kommentieren auf YouTube. Und ja, Stefan, für Saarland Fernsehen 1 erstmal vielen Dank für das Gespräch. Wir hatten heute was ganz anderes vor. Du hast mich gefragt, muss ich denn dabei sein? Habe ich gesagt, Stefan, ist ganz wichtig, dass du dabei bist, weil ihr seid so unterschiedlich, ihr beiden, dass ihr euch wirklich
ganz herrlich ergänzt, ja. Das ist auch schön so. Deswegen, das ist ja auch das Individuelle. Wir sind Menschen und jeder Mensch ist anders. So, ich lasse das mal stehen. Hier sind wir, Pietät von Rüden, Mainzer Straße, Saarbrücken. Danke fürs Einschalten. Tschüss.